So, willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single Let's Plays. Wir sind mal wieder voll in Arbeit. Was in diesem Fall bedeutet, Feld 7 will gemäht werden. Und dann haben wir jetzt hier wieder das Problem, dass dieses Feld am Deich liegt und er deswegen meint, er müsste das Schneidwerk schräg legen, was dafür sorgt, dass hier mein vorderes Rad, meine vorderen Ketten in der Luft schweben. Weil er einfach den Neigungswinkel zu sehr anpasst durch die Schrägung des Feldes. So, auf jeden Fall, das Ballenpressen hat bereits begonnen. Dieser Streifen sieht aber süß schmal aus, ne? So, wir gucken uns nochmal das Feld an. Das Feld hat ja auf beiden Seiten gerade Linie, deswegen ist es egal, auf welcher der beiden Seiten wir uns den Kurs einstellen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal auf der Seite. Oh, ich habe gar nicht vorher auf die Prozentzahl geguckt. Aktuell sind es 98% für den hier geernteten Dinkel. Was ich aber wohl sehe, ist, dass der TGS 18500, den ich ja erst vor 2 Tagen gekauft habe, jetzt schon am Meckern ist, dass sein Tank bald leer ist. Das ist natürlich interessant. Der scheint einen Verbrauch zu haben. Also, das ist ein kleiner LKW, aber schluckt wie ein großer. Kannst du gleich die Raupe wechseln, kannst du noch einen Ölwechsel runter machen. Er fährt dann allerdings auch langsamer an dieser Stelle. Ne? Also er schafft nicht mehr die volle Geschwindigkeit, weil das Antriebsrad, eins der Antriebsräder, nicht mehr auf dem Boden ist. Da kann aber, ne, das passiert mir auch bei den, an dieser Stelle, bei diesem Feld, ne? Also hier vorne passiert mir das auch bei den kleinen Schneidwerken. Oh. Habt ihr im Wetterbericht gelesen? Habt ihr den Wetterbericht gelesen? Das wäre schön, Pitt, wenn die dann nicht so schnell verschleißt. Wir kriegen heute Nachmittag ein paar Stunden Regen. Das heißt, ein bisschen was wird da die Ernte ausfallen. Und wir sind voll. So. Du hast gesehen, wo ich stehe, ne? Lieber Abfahrer. Hat er anscheinend nicht. So, ne? Er hier ist, ja, will dann pressen. Und er hier macht mal wieder nur Blödsinn. So. Wir haben hier gerade nichts zu fahren, aber er hier kann jetzt hier mal ein paar Leerpaletten abliefern.
Genau das ist das Problem. So, 60.000 Leerpaletten haben wir noch. Die sind natürlich jetzt wild auf dem Wagen verteilt. Gucken wir mal. Ich hatte ja extra geguckt, was hier oben in diesen drei Dingern so reingeht. Damit wir dann hier beim Rest der Ernte mit Leerpaletten auch Ruhe haben. Hier sollte jetzt alles an Leerpalette reingehen, was wir noch haben. So, das war schon mal gut. Der Leerpalette hat gepasst. Aber wir haben ja auch noch... Guck mal, wie viel Platz haben wir jetzt? Wir haben jetzt 20 Paletten Platz. Wenn wir hier mal reingehen, können wir jetzt hier schon mal... Können wir jetzt hier noch... 8 Pakete Zucker mitnehmen. Und dann haben wir immer noch 12 frei. Na, 12, dann können wir hier nochmal 12 Paletten Siliermittel mitnehmen. Ja, und damit sind wir schon wieder voll. Und bringen das jetzt mal zum Hoflager. Da wird dann automatisch abgeladen. So. Ah, der schluckt ganz schön. Aber auf der anderen Seite ist er schon 10 Stunden gefahren. Also in 10 Stunden hat er jetzt den Tank so niedrig. Insofern, boah. Hier bin ich nachher mal gespannt, wie er so die Ecken fährt. Wenn das nichts ist, dann gibt es wieder den Big M. Ja, dann fährt der Big M weiter und dann ist gut. Es wird die Quaderballenpresse sein, die gerade blockiert ist. Aber Hauptaugenmerk ist natürlich die Getreideernte. Kann er schon mal wenden und uns schön hinterherfahren. Oh, 99% sogar. Okay. Danach müssen wir noch auf Feld 8. Feld 8 steht Raps. Also danach steht Raps auf dem Programm. Der da mal rauskommt aus dem Wasser. So, aber bevor wir jetzt hier die nächste fahren. Na, jetzt im Moment stehen wir ja auf diesem Haufen. Schauen wir mal. So, nee, er wird blockiert, weil hier liegen. Also hier mit dem Weich, ne, das funktioniert ja mit der Presse ganz gut.
Ja, er wird sich nachher schon wenden. Er ist noch unterwegs. Wunderbar. Ja. Hier sehen wir erst, wenn er fertig ist mit Mähen, wie gut das war. Wie gesagt, wenn das nehmen wir im Endeffekt nicht gut aussieht, dann bleiben wir erstmal bei Big M. Ich hatte allerdings echt schon überlegt, ob ich nicht mal ein Big M mit Zapfwelle probiere. Ne, weil der hier hat ja keine Zapfwelle. Dann könnten wir da nämlich die Presse direkt dran anschließen. Ja, Sammelwagen anschließen macht keinen Sinn, aber vielleicht die Quaderballenpresse. Das würde den Big M zwar auf 12, 10, 12, 13, 17 km/h begrenzen. Aber wenn er auf einem Feld fertig ist, liegen schon die Ballen da. Wäre vielleicht keine schlechte Möglichkeit, müsste man dann mal schauen. So, und auch hier macht er mir das wieder, ne? Weil einfach hier vorne das Feld zu tief absackt. Ob man das korrigieren kann, weiß ich nicht. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Da hat einer eine Presse hinter den Big M gehängt. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ach, guck mal. Wir haben im Moment Bienenstock und Fässer. Für den Baumarkt. In ausreichender Stückzahl vorhanden. Zack, hat er sich in den nächsten Graben gesetzt. Ne? Also ich sage ja, das Vorgewende ist immer ein Graus. Ups. Richtig, diese 11 Körner kann man einfach nicht stehen lassen. So, guck mal, die Ballenpresse ist Willkommen in Ihren Fans. am Ende. Oh, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, auf nach Feld 10. Wie sieht es denn aus mit Feld 10? Soll ich mal gucken, was hat denn hier? Na, im Moment muss noch nichts gepflügt werden, was wir hier freigelegt haben. Aber ne, Feld 10. Irgendwas ist da merkwürdig, ne? So. Hallo. Willkommen in Ihren Fans.
So, ihm hier sagen wir jetzt hier Lagerabholung und Baumarkt. So. Ja, ich würde sagen, der funktioniert nicht richtig, ne? Der hat hier mal eben vergessen, teilweise die hinteren Neidwerke zu senken. Beim Wenden. Ne? Hat also hier in diesen Bahnen die hinteren Schneidwerke gar nicht erst gesenkt. So, die erste Bahn hat er anscheinend richtig gefahren. Und die zweite dann nicht mehr. Oder er hat die erste Bahn nicht richtig gefahren? Schauen wir uns das doch noch mal an, denn das hatten wir eben gesagt. Fahre die ersten. Also, stimmt, jetzt saß ich auch drin. Wobei der Big M hat mir solche Fehler nie gemacht. Ja, dann lassen wir in die Bahn jetzt einfach nochmal fahren. Stört ja keinen, wenn er die nochmal fährt. Olli Connect, danke für dein Sub auch schon im 10. Monat. Somit ein Sub der ersten Stunde. Denn wir sind jetzt gerade im Oktober und ich habe im Januar angefangen. Vielen, vielen Dank für die lange Unterstützung. So, mal gucken, ob wir die jetzt hinterherziehen können. Weil wenn wir hier am Ende sind, haben wir ja erste Vorgewende geschafft. Wenn wir den so ein bisschen mitziehen können, wäre das ja nicht verkehrt. So, aber die Zeit auf für YouTube ist schon wieder vorbei. Ich danke euch auf YouTube fürs Reinschalten, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank. Ne? Gerne auch mal kommentieren, liken, Abo dalassen. Ne? Vielen Dank für den Support an dieser Stelle. Bis dann und tschüss.